Edi, kriegen Sie die Verteidigungstürme der Kolonie online? Fehler in der Kalibrierungssoftware sind leicht zu beheben, aber es wird eine Weile dauern, bis Was ist eine Weile? Eine Minute, fünf Minuten, Viertelstunde? Ich empfehle, sich in Verteidigungsstellung zu begeben. Ich kann die erhöhte Leistung des Generators nicht verheimlichen. Die Kollektoren werden alles versuchen, um das zu unterbinden. Noch irgendwelche hilfreichen Tipps? Nur eine. Feindliche Verstärkung rückt an. Ich rate dazu, die Waffen bereit zu halten. Shit. Wir sind die Vorboten ihres Schicksals. Wir kämpfen wie... Sterbt mir einfach nicht sofort, okay? Ich kann euch nicht zurückholen diesmal. Überbrücke Absicherung und initialisiere Notaktivierung. Bitte halten Sie den Verteidigungsturm. Haltet Shepard auf, ihre Lüge ist zerbrechlich. Feuer Shepards Körper, falls möglich. Was der Panzerung? Ich halte in Deckung mit ihm. Wir sind die Vorboten ihres Aufstiegs. Wie schön für euch. Und ich bin der Vorbote eures Abstiegs. Bezweifle, dass Feind sich zurückgezogen hat. Mit Verstärkung ist zu rechnen. Und ich mach Medigear. Sequenzielles Hochfahren initiiert. Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 40%. Hey, durch das Mittel. Bam, 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 bam. Noch wer? Schmerz ist eine Illusion. Schmerz ist nicht zwingend eine Illusion. Eigentlich ist Schmerz gar keine Illusion. Eigentlich das Gegenteil, ziemlich Strahl. Guardian Schiffs 4. Abwehrbatterien bei 60%. Synchronisiere Zielprotokolle mit Systemen der Normandy. Turmverteidigung fortsetzen. Meine Angriffe werden Sie zerreißen. Haben Sie bisher nicht gekannt, werden Sie auch bisher nicht. So, vielen Dank. Tschüss. Zwei noch. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Eure ja auch. Oder wie erklärt ihr euch sonst, dass ich schon, naja, eine Vielzahl von euch hingelegt habe und ihr 0 von mir? Na, technisch 10, 4 von mir. Zumindest 4 von meinen Crewmitgliedern. Achso, 2. Von der Liebe. Ist tot. Sind wir bald bei 80%? Bessere Frage, sind wir gleich bei 100%? Edi, wir brauchen das System online. Was immer das ist. Schiffsabwehrbatterien bei 100%. Dann mach das Ding zu Asche! Nee, Feuer auf das Ding hier! Haben wir's? Da war's. Was ist das?
da war's. Fickt euch. Ne, wartet, wir mussten da rein. Wir mussten die Leute retten. Die meisten der Kolonisten sind an Bord. Nein, lassen Sie sie nicht entkommen! Wir können nichts mehr tun. Sie sind weg. Die halbe Kolonie ist da drin. Sie haben Egan und Sam und Lilith. Tun Sie was! Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich habe mein Möglichstes getan. Mehr als die meisten, Shepard. Shepard? Moment! Den Namen kenne ich. Ey, cool. Natürlich erinnere ich mich an Sie. Sie sind irgend so ein großer Held der Allianz. Commander Shepard, Captain der Normandy. Du warst eingefroren. Retter der Citadel. Sie sind gerade in Gesellschaft einer Legende, Delan. Zurückgekehrt von den Toten. Wir haben so viele gute Leute verloren. Und dann wird man auch noch zurückgelassen. Das passt. Scheiß drauf. Ich bin fertig mit euch Typen von der Allianz. Ich dachte, sie wären tot, Commander. Das dachten wir alle. Es ist zu lange her, Ash. Wie ist es Ihnen ergangen? Das ist alles? Sie tauchen nach 2 Jahren einfach auf und tun so, als wäre nichts passiert? Naja. Ich wäre Ihnen überall hin gefolgt, Commander. Ich dachte, Sie wären tot. Sie waren mehr als nur unser Commander. Warum haben Sie nicht versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen? Hab ich ja! Warum haben Sie mich nicht informiert, dass Sie noch leben? Ich war 2 Jahre außer Gefecht. Ihre Karriere und Ihr Leben sind weitergegangen. Warum sollten wir alte... Das war das Erste, was ich gedacht habe. Mein altes Team zusammenkommen. Aber jetzt sind Sie wieder da. Und wir haben Meldungen über Sie und Cerberus bekommen. Meldungen? Heißt das, Sie wussten Bescheid? Der Geheimdienst der Allianz sagt, dass womöglich Cerberus hinter unseren verschwundenen Kolonien steckt. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass hier das nächste Ziel... Am Arsch steckt Cerberus hinter mir. Cerberus ist gerade die einzige Grund, wieso die Hälfte der Kolonie noch lebt. Sie für den Feind arbeiten. Unsere Kolonien verschwinden. Die Allianz kümmert sich nicht weiter darum. Cerberus ist die einzige Gruppe, die in der Sache etwas unternimmt. Unsinn. Ich weiß, was Cerberus ist. Sie sagen, die Menschen gingen vor, aber zu welchem Preis? Ich wollte glauben, dass sie am Leben sind. Aber so etwas hätte ich niemals erwartet. Sie haben allem den Rücken zugekehrt, wofür wir früher eingetreten sind. Ash, Sie kennen mich. Sie wissen, dass ich so etwas wie das hier nur aus den richtigen Gründen tun würde. Sie konnten es selbst beobachten. Die Kollektoren haben es auf Kolonien der Menschen abgesehen. Und sie arbeiten mit den Reapern zusammen. Ich würde Ihnen gern glauben, Shepard. Aber ich traue Cerberus nicht. Und es beunruhigt mich, dass Sie das offenbar tun. Was haben Sie mit Ihnen gemacht? Mein Leben gerettet, mir neue Crewmitglieder gegeben. Die Feinde, die das Universum zerstören, wollen mir gesagt so, hey, willst du die besiegen? Ich helfe dir. Bedrohung völlig ignorieren. Sie lassen zu, dass Ihnen das Wissen über Ihre Vergangenheit den Blick auf die Tatsachen verstellt? Oder aber Sie glauben, Cerberus etwas zu schulden, weil die Sie gerettet haben. Vielleicht liegt's an Ihnen. Ist auch egal. Ich weiß noch immer, wem meine Loyalität gebührt. Ich bin eine Soldatin der Allianz. Es steckt mir im Blut. Ich werde auf der Citadel Bericht erstatten. Sollen die entscheiden, ob sie ihre Geschichte glauben oder nicht. Ich könnte jemanden wie Sie in meiner Crew brauchen, Ash. Es wäre wie in alten Zeiten. Nein, wäre es nicht. Ich mag Aliens zwar nicht, aber Cerberus ist extremistisch. Für so eine Gruppe würde ich niemals arbeiten. Leben Sie wohl, Commander. Viel Glück. Joker, das Shuttle soll uns abholen. Ich habe genug von dieser Kolonie. Hätte ich sie? Hätte ich sie mitnehmen können? Wenn ich mich geschickt eingestellt habe? Hätte? Wahrscheinlich nicht, ne?
Shepard. Gute Arbeit auf Horizon. Wie immer es so möchte, gern dramatisch machen. Überlegen sich die Kollektoren ihren nächsten Angriff auf eine Kolonie jetzt vorher zweimal. Es war kein Sieg. Wir haben die Kollektoren unterbrochen, aber die Hälfte der Kolonie haben sie trotzdem verschleppt. Das ist besser als die gesamte Kolonie. Und mehr als wir je erreicht haben, seit es mit den Entführungen losging. Die Kollektoren sind jetzt bestimmt vorsichtiger. Aber wir finden sicher einen anderen Weg, um sie zu ködern. Wir müssen dafür sorgen, dass sie niemanden mehr verschleppen. Genau aus dem Grund müssen die Kollektoren aufgehalten werden. Deshalb machen wir das alles, Shepard. Ich verwende alle Ressourcen darauf, einen Weg durch das Omega-4-Portal zu finden. Wir müssen sie dort angreifen, wo sie leben. Ihr Team muss stark sein. Und entschlossen. Es gibt keinen Weg zurück. Das Gleiche gilt für Sie. Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie mit früheren Beziehungen abgeschlossen haben? Es war nicht leicht, Ashley wiederzusehen. Und jetzt ist es vorbei. Sie müssen das alles zurücklassen und sich auf unsere Mission konzentrieren. Shepard, sobald wir einen Weg durch das Omega-4-Portal zur Heimatwelt der Kollektoren gefunden haben, gibt es keine Garantie auf eine Rückkehr. Damit es überhaupt eine Hoffnung gibt, zu überleben, müssen Sie und Ihr ganzes Team sich der Sache ganz und gar verschreiben. Überlassen Sie das mir. Kümmern Sie sich einfach um einen Weg zur Heimatwelt der Kollektoren. Ich will nur keine Illusionen über Ihre Erfolgschance aufkommen lassen. Alle müssen in Bestform sein. Ich habe Ihnen 3 weitere Dossiers geschickt. Verstärken Sie weiterhin Ihr Team, während ich nach einem Weg durch das Portal suche. Und seien Sie vorsichtig, Shepard. Die Kollektoren werden Sie beobachten. Yay, noch mehr Leute. Noch mehr Leute, die ich vielleicht... Das. Wir werden es wohl tatsächlich tun. Das Omega-4-Portal durchstoßen und den Kampf direkt zu den Kollektoren tragen. Ich freue mich auf die Aktion. Allerdings, wenn man sich ansieht, was die Schweine auf Horizon gemacht haben, kommt man ins Grübeln. Sie sind mächtig, aber wir haben ein paar Tricks im Ärmel. Wenn sie jemand aufhalten kann, dann wir. Ganz Ihrer Meinung, Commander. Horizon hat alles völlig klar gemacht, was unsere Aufgabe ist und womit wir es zu tun haben. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten erledigen, wie die meisten anderen vermutlich auch einen Abschluss finden. Sie verstehen? Sicher. Noch was? Da können wir nichts, ne? Da können wir auch nichts. Ja. Ich könnte wieder ein bisschen farmen gehen. Shepard, der Tank, den Sie von Corlos mitgebracht haben, weist im Inneren stabile kroganische Lebenszeichen auf. Er befindet sich im Frachtraum, falls Sie sich das näher ansehen möchten. Möchte ich tatsächlich, nachdem ich diese Sachen hier gelesen habe. Ohne Thema von Fehler. Hey Shepard, ich hab gehört, ich muss Ihnen danken, dass ich von der Purgatory entkommen bin. Wollte mich zwar wieder festnehmen, aber die Offizier war nicht genug. Will ich in meinem nächstes Opfer Ihren Namen statt meinen... Gibt es jemanden, die Sie umnieten wollen? Trotzdem ist er auf meinem Weg nach draußen auf mich geschossen. Deswegen muss ich Sie umbringen. Sie kennen das ja alles. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du zulässt, dass sich einer verletzt, könnte auf dumme Gedanken. Also solltest du mir eine Nachricht schicken und genau das mache ich gerade. Man sieht sich, die Leute, die hier wohnen, kommen zurück. Schaut ein, als ich nach ihrem Namen nachschaue. Ich sorge dafür, dass sie ihn früher finden, als ich sie. Billy. Ficken. Robin Reef, Commander. Ein hiesiger Allianz-Soldat hat mir diese Kontakte gegeben. Hoffentlich erreicht sie meine Nachricht. Sagten, sie werden versuchen, diese Kollektion aufzuhalten. Sie haben meinen Sohn und meinen Bruder mitgenommen, haben sie gefunden. Wissen Sie, wo sie alle sind? Ich weiß, wo sie sind auf Suche, aber so viele Menschen sind einfach schon. Jede Familie hat jemanden verloren. Das Schlimmste sind die Kinder. Leeren Bänke in den Schulen, Winterkleidung, die niemand trägt. Bitte, die Allianz unternimmt nicht, der Rat unternimmt nichts. Wenn sie eine Chance sehen, dann bitte ich sie, unternehmen sie etwas und sagen sie mir, was ich dazu... Dann sagen wir so, Robin Reef. Kann ich nicht irgendwie antworten, dass ich... Ja. Forschung freischalten und Kräfte neu ausbilden.
glaube, ich muss ein bisschen farmen gehen. Aber sonst, Tag. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Ja, wäre mir sogar ganz angenehm. Haben ja schon über Arbeit gesprochen. Zeit bei der Special Task Group. Studien über die Genophage. War nicht ganz offen. Lüge durch Verschweigen. Und anderes. Muss das korrigieren. Mission zu wichtig, um Geheimnisse zu wahren. Die Arbeit an der Genophage beschränkte sich nicht nur auf Studien. Was hat die Special Task Group mit der Kroganer Genophage angestellt? Zuerst untersucht, wie gesagt, aber dann überraschende Daten entdeckt. Kroganer-Population stieg schneller an als erwartet. Kroganer passten sich der Genophage an, überwanden die Krankheit. Die Genophage war ein schrecklicher Fehler. Sie hätte die Kroganer und ihre Kultur beinahe ausgelöscht. Jetzt haben sie eine Chance, sich davon zu erholen. Naive Ansicht. Kroganer zu gefährlich, um ihnen unkontrollierte Geburtenrate zuzugestehen. Siehe kroganische Rebellionen. Habe persönlich ein Team von Wissenschaftlern geleitet. Genetiker, Chemiker, Soziologen, Mathematiker. Erstellten neue Version der Genophage. Haben sie über Gebieten mit hoher Kroganer-Konzentration auf Tuchanka freigesetzt. Die Kroganer-Population wieder stabilisiert. Haben Sie nie andere Optionen erwogen? Hunderte, Tausende. Modifizierte Genophage hatte die besten Erfolgschancen. Population wurde stabilisiert. Bekannt werden hätte Zorn der Kroganer anheizen können. Möglicher Genozid oder vernichtender Krieg wurde verhindert. Beste Lösung für gesamte Galaxie, einschließlich Kroganer. Das haben Sie sicher noch nicht vielen erzählt, Mordin. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie es mir mitteilen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt richtig oder falsch war. Sollte zurück an die Arbeit, können später weiterreden, wenn die nächste Gewebesynthese durchgeführt wird. Das dauert eine Weile. Cool. Okay, Maschinenraum. Garrus hat irgendeine total seltsame Tech in die Hauptgeschütze gepackt. Sie verbrauchen jetzt fast doppelt so viel Energie. Aber sie scheinen ziemlich wirkungsvoll zu sein. Das sind sie. Fresse, PC. Hey. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Was haben Sie vor? Ich sehe mir nach wie vor Ihr Schiff an. Ich würde gern mal ausprobieren, was es alles kann, wenn Sie gerade nicht da sind. Ich glaube kaum, dass Joker damit einverstanden wäre. Zumindest nicht, solange wir noch arbeiten. Entspannen Sie sich. Brits Touren sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Abgesehen davon, wenn ich es haben wollte, würde ich es mir nehmen. Ach, wirklich? Ich bin rumgekommen. Ich war in Gangs. Hab ein paar Gangs ausradiert, hab mich einem Kult angeschlossen und sogar die Frisur von denen beibehalten. Ich hab gelernt, wie man überlebt, ohne ein die Opfer zu werden. So gut wie Glatze, Frisur. Ich kann sie mir in einem Kult kaum vorstellen. Da gibt's doch normalerweise jede Menge Regeln. Ich suchte nach Antworten. Drogen und Sex und ein besserer Ort. Ein besserer Ort. Na klar. Es ging nur ums Geld. Sie wollten eine Kolonie übernehmen und mit deren Geld ihre Verbreitung finanzieren. Und nun raten Sie mal, wer Ihr Ass im Ärmel war. Sie waren genau wie die anderen. An mir lag Ihnen überhaupt nichts. Was haben Sie getan, als Sie drauf gekommen sind? Was denken Sie? Was haben Sie getan, als Was Sie Was denken drauf... Sie? Sie müssen doch auch ein paar gute Leute getroffen haben. Jeder will irgendwas. Und deswegen ist alles und jeder freiwillig. Mord, Überfall, Entführung, Diebstahl, Brandstiftung. Habe ich alles gemacht. Und das sind die langweiligen Sachen. Was sind die spannenden? Diebstahl vom Militärgerät, Zerstörung einer Raumstation und Vandalismus. Das hat Spaß gemacht. Fragen Sie sich jemals, ob Sie es nicht auch anders hätten machen können? Nein. Sollten Sie das nicht aber? Es gibt keinen Grund, warum ich noch lebe. Aber trotzdem ist es so. Und warum? Instinkt. Er hat mich bis hierher gebracht und ich werde daran nichts ändern. Lassen wir das, okay? Zurück zu, was immer Sie für machbar halten. Yay, ich bin so vorbildlich. So, wo ist dieses Ding? Cool gesagt, es wurde hier runtergebracht. Wo ist es?
Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das Frachtdeck der Normandy. Es enthält Stationen zur Aufmunitionierung und Reparatur des Bodenfahrzeugs und des Shuttles der Normandy. Mein letztes Schiff hat kein Shuttle gebraucht. Ja, warum haben wir eins? Das Schiff ist... Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Da ist er.